So, in Hard Run 3. Neuner Tier Rate, okay, Damage. Zwei Herzchen, diese komische Bombe. Okay. Fokus, Leute, Fokus. Der droppt noch eine Bombe, oder? Nein, doch nicht. Ich halt mal Hölle. Mit einem Easy Run, sagt er. Naja, aber abwarten, ne? Ich starte halt, ja, es geht. Chaos ist super. Gar nicht gesehen, sehe ich gerade. Super, in Anführungszeichen. Chaos kann auch riesen Kack sein. Aber wir warten es mal ab. Genau deswegen hätte ich da nicht so einen Bock drauf. Am Ende des Runs super OP und dann geht's wieder bei Null los. Ja, so ist das halt. Das ist die Streak. Okay, das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. Kacke, dass bei den zwei Steinchen jetzt halt nichts dabei war, ne? Kannst du dir Zeit lassen mit Hasch? Oh, das war dumm gelegt. Okay. Oh. Zur Absicherung, ne? Meinst du, weil ich mit dem Teil nach zu Hasch kann? Ja, aber das muss ja nicht sein. Nett. Chaos wird Chaos. Chaos hatte ich, glaube ich, noch nie zum Start. Run is safe? Na, sagt sowas nicht. Das kann ganz schnell gehen. Wahrscheinlich schon, ja, aber... Oh, da ist noch ein kleiner Schlingel hier. Eine Bombe wäre mal cool oder irgendwas. Ja.
Okay. Das war wichtig. Hast du nicht den 10. Drop? Doch. Hi, Comfy Boy. Willkommen. Doch, es ist ein Gapia-Item. Ah, das ist schon gut. Jedes nee, das Gapia-Item ist gut. Wir warten mal ab, ne? Du wirst nicht verkacken. Normalerweise nicht, aber man weiß es nie, man weiß es nie. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich das Ding treffen kann. Geil. Verwende Tau, würde ich sagen. Ja, richtig. Super. Ja, so viel dazu. Gehen wir auf Angel Deals, die uns aber auch nichts bringen, weil da auch irgendein Scheiß ist, ne? Dass die Message später kommt, ja, das ist leider so. Das ist halt ein Tier-Delay. Stream-Delay, ne? Willst du machen? War denn hier eigentlich drin? Ah ja, stimmt ja. Nein, den Boomerang brauche ich nicht. Den brauche ich nicht unbedingt. Der ist okay, aber. Nimm das lieber mit, wenn es mal knapp wird in der Ebene. Mal Mega für eine Ebene, um sie ganz gemütlich zu clearen. Heute erstmal Instanz Helms Damm gemacht. Mega geil. Okay. Zum Beispiel in der Cathedral ist das recht nice, wenn du sowas hast. Oder wenn es jetzt auch mal knapp werden sollte. Bleib Herr der Ringe treu. Ich kann von Glück reden, dass ich hier dieses Teil habe, ne?
Ja, blauer Stein, ich weiß. Tinted Rock, I know, aber keine Böhms. Aber guck trotzdem gerne zu. Ja, ich werde auch wieder Herr der Ringe spielen, nur momentan ist mir das ja wichtiger. Der andere Spiel, aber der Ringe kommt auch wieder. Keine Angst. Das könnte noch ein blöder Run, ge einen blöden Run geben hier. Wenn ein Only Friend mit der Maus steuern kann. Ja, das wäre aber sehr, sehr, sehr easy dann. Das wäre mit Ludovico definitiv geil. Das stimmt. Das ist ätzend hier, ne? Das war so klar. Bitte nicht aufgepasst. So viel Scheiße baue ich mit der Fliege gerade. Ja, Maus wäre toll, wäre aber viel zu einfach. Würde ich schon gern reinkommen, ne? Obwohl es ein kleiner Raum. Also erstmal safe spielen. Ja, mit Chaos, das kann ganz schlimm ausgehen noch. Da dran. Da Bomben, ne? Oh, ich hab doch keine Münzen. Oh. Ja, jetzt ist die unnötig, ne? Weil das muss ich mitnehmen. Sad life, good life, ja, so ist das. Schon besser, ne?
Gefällt mir schon besser. Ich hätte doch zwei Bomben aufheben sollen. Kann ich noch eine? Nein. Scheiße. Mit der einen Bombe komme ich da unten noch dran. Da ist da dann zufällig zwei Bomben drin. Ja, nix mehr, ne? Nur ein Trinket. Schon gerne hier oben noch rein in diesen. Da brauche ich auch zwei Bomben mindestens. Da kann. Ist da auch ein kleines Bett drin dann? Wahrscheinlich ist da ein kleines Bett drin, ne? Dann hätte ich das nehmen sollen, bevor ich das HP abgenommen habe. Hab nichts gesagt. Schön. Schön. Gut abgestaubt die Runde, ne? Nö, das war auch in Ordnung. Oh fuck. Ich hab gedacht, der schießt nur diese kleinen Viecher da raus. Muss halt näher ran, aber bei dem hier ist das gefährlich. Oder ich mach das so. Da bin ich bei dem sinnvoller. Ich werde aber auch verwöhnt hier. Alter. Woher kommen diese ganzen Gegenstände in den Kisten? Ah, Moment. So, erstmal den Shop, ne? Machen wir safe. Da haben wir jetzt schon wieder Damage hier. Das ist krass.
Massive Damage, full life, alles gut, ne? Ach, kann sie ist so ein HP ab, kann ich auch nicht schaden. Das hier gibt 5 Bomben doch dazu, ne? Warum nicht? So, einmal zurück. In den Itemraum und dann gucken wir mal, was da sich so ergibt mit Chaos. Weil das hier brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist okay, ne? Kein Sick-Item, aber ist okay. Bisschen Damage Reduction. Für den Rest habe ich eh eigentlich schon genug. Ja. Schade. Oh, muss ganz kurz AFK. So. Ah, muss ich ja gar nicht drücken, scheiße. Ha, Mera, hi, grüß dich. Danke für die Fanart. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Yay. XL? Okay.
nichts. Ist eh Quor, ne? Das wäre kein anderer geworden. Oh, Quor hat einfach so viel HP, ne? Ist echt krass. Im Raum brauchen wir schon noch eine. Habe ich dich gesehen? Das war ein bisschen schief, Entschuldigung. Ich weiß, man könnte ja noch viel machen. Man könnte das eine wegklicken oder das andere und da so ein Totenkopf wegmachen und so weiter, aber ganz ehrlich, braucht man alles nimmer. Weiter, weiter. Wer ist für die Musik zuständig? Ich bin für die Musik zuständig. Es gibt leider keinen Song-Request. Beziehungsweise das ist irgendeine Random-Playlist, also ich bin nicht direkt zuständig. Nennen wir es mal so. Aber warum? So ein schönes Parkcover. Also klingt gut. Ja, das ist doch toll. Eichholz und Benzinkanister. Bitter Tension, fette Beute. Weiter, 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 ne? Echt Glück gehabt, und hier unten ist der super Geheimraum. Nice, ja, super. Pech im Glück. Damn. Langsam bin ich, verdammt langsam, aber alles in Ordnung. Ja, Jumpo könnte ich auch noch. Wäre mein zweites Buch, ne? Könnte ich machen. Oh, das ist schön. Schönes Item.
Isaac! Okay. Scheint ein recht entspannter Run zu werden. Kann man halt bei Chaos wirklich nie sagen. Wenn du mit Chaos startest, eine XL-Ebene Wooms, optimal gelaufen. Die gucken wir uns gleich an. Auch neuer Raum, neuen Raum, denn ein neuer Raum noch nie gesehen. Den kenne ich. Schlimmer Raum. Das ist ein klassischer, du kriegst immer einen Damage-Raum. Muss ich ja noch zünden, ne? Den gehen wir auch noch rein, wenn wir dürfen. Ja, die sind doof. Manche gehen, wenn du Möglichkeiten hast, zum, wie heißt, um auszuweichen, um eine Wand zwischen dich und der Hand zu bringen, aber grundsätzlich sind die richtig kacke, ja. Aber es gibt definitiv schlimmere, ja klar, absolut. Aber es ist schon so ein Raum, wo du mit zwei Skeletthänden zumindest, wenn die kurz hintereinander kommen, wo du meistens ein Damage kassierst. Und wenn du halt eine Streak machst und hast nur noch ein HP, dann ist schlecht. Oh. Nein! Drecksack. Dann stimmen Sie jetzt mal, Sah war einer in der Chest, wo vor jeder Tür drei rote Kackhaufen waren. Okay. Das ist blöd, weil ich Dr. Fetus hatte. Ja, das ist natürlich ätzend. Aber auch mit Dr. Fetus schaffst du das doch, oder? Oh, guck mal. Seht ihr, und schon war das Gapi-Teil von vorhin gar nicht mehr so schlecht. Wenn das hier war. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier oder im letzten Run war. Schwimmt alles so. Die drei Haufen versperrten den Weg. Aber kannst du doch mit Dr. Fetus wegsprengen. Also waren vom Prinzip hier 1, 2, 3 und hier 1, 2, 3, ne? Kannst du doch von hier aus einfach hier so eine Bombe hinschieben und dann schnell durchrennen, oder? Ja genau, musst den Dreck wegschießen, dann schnell durch. So, wir haben Bandage Girl. Ja, der die Bomben schleudert, ich weiß schon. Ich kenne den Kram jetzt nicht genau, aber... Sollte doch machbar sein, weil wenn du rückwärts läufst und eine Bombe wirfst, dann fliegt die nicht so schnell nach vorne, ne? Dann fliegt die schön langsam nach vorne. Dann kommt sie nicht zu dir zurück. Als jemand, der das Spiel gar nicht selbst spielt. Echt mega lustig, das zu lesen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So, komm, weiter geht's, ne? Soll's. Die Sun können wir eigentlich jetzt gleich nochmal ziehen. Vielleicht kriegen wir nochmal eine zurück. Doch, ist so ein Raum und vor jeder Tür waren 1, 2, 3. Oder so. Ach so, 3 in die Richtung, 3 so. Drei so, das heißt, du warst hier in der Mitte eingekesselt und hattest Dr. Fetus. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, du wirst einmal getroffen, um die wegzumachen und hier rauszukommen, ne? Jetzt habe ich verstanden.
The Sun. Ja, und er hat sie mir nochmal gedroppt. Perfekt. Oh, guck mal, da oben will man schon hin, oder? Ja, da oben will man schon hin. Wenn schon mal so viel Zeugs da oben auf einem Raum ist. Oh, ein Chera kurz vor der Chest auch noch. Nice. Dann nehmen wir die Chera mit, ne? Für den Spaß. Ja, müssen wir auch machen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht hier. Obwohl, ich nehme lieber die Chera verdoppeln mit. Vielleicht haben wir ja Glück in der Chest, obwohl ich so wenig Schlüssel habe, dass es eigentlich nichts bringt. Aber wir gucken mal. Ich habe den zweimal gehabt. Okay, Rebirth sein. Ja, da habe ich fast noch überhaupt kein Isaac gespielt. Ich habe erst, keine Ahnung, 3 Wochen bevor Afterbirth rauskam oder so angefangen. Vielleicht 4 Wochen. Vielleicht haben die den auch rausgepatcht. Ja, kann ja auch sein. Homing Bombs nehmen wir, oder? Klar. Oh, mal gucken, was das bringt hier. Ach, ganz ehrlich, ich nehme das hier mit. Ich habe eh nicht genug Schlüssel für Chera. Oder für Doppel-Chera. Ne. Dann ist das hier sinnvoller. Ups. Ich muss eigentlich dann noch für die Ebene nehmen und versuchen, Guppy zu werden. Ne? Nur für den Spaß. Und dann hole ich mir das Ding da oben nochmal. Wäre ja geil. War das hier? Die Sonne haben wir schon. Wahrscheinlich droppt jetzt überall ein Schlüssel. Jetzt müssen wir ja schon probieren, ne? Ist ja ein echt schneller Run jetzt hier. Vergiss ich immer noch, das Ding zu droppen vor der Chest. Nein, ich nehme ein anderes Trinket mit in die Chest. Ich nehme die Dings mit in die Chest, die Glühbirne. Oder Chera, wenn ich noch. Oder Chera verdoppeln, wenn ich noch genug Schlüssel bekomme. Ach, Red Chest? Nö, 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 nö. Nö, nö. Hier habe ich jetzt eh kein Schlüsselproblem mehr. In der Chest dann schon, weil ich einmal Chera habe ich mindestens, die ich mitnehme. Oh. Okay. Ach stimmt, wir haben ja... das ist ja blöd. Wir haben ja Chaos. Oh, 2 gleiche. Ja, nice. Jetzt wird's sehr lustig. Habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben ja Chaos. Somit ist die Chance auf Guppy ja recht gering, ne? Somit ist die Chance auf Guppy aber auch bei anderen Kisten da. Also ist es scheißegal, ne? Bei Grau nicht, weil da keine Items rauskommen können. Aber bei Goldenen. Und somit ist die. Ist, Goldene sind dann besser. Definitiv. Weil da ist definitiv ein Item drin. In Roten ist halt nur ab und zu ein Item drin.
So, dann holen wir das gleich mal. Wo war das Teil? Ganz oben, ne? Entschuldigung. Das nehmen wir mit. Aber eine 5er T-Rate mit 16 Damage ist gut. Hoffen wir auf einen goldenen Schlüssel in der Chest, wäre geil. Aber 6 Kisten reichen auch, um Guppy zu werden. Wird schon ein Guppy-Item dabei sein, werdet ihr sehen. Hätte es geil gewesen, wenn hier schon Guppy drin gewesen wäre. Mindestens ein Guppy-Teil, ja. Holy Mantle? Ja, ich habe ja schon Wafer, ne? Oder war das im letzten Run? Das war in diesem Run, glaube ich, ne? Und 5 Euro. Bei meinem Glück eher ein Huni. Wir werden sehen. Yera. One makes you larger. Lock down. Ja gut, wir suchen jetzt erst noch mal. Die sind schon ein guter Start, die brauche ich nicht. Die bringen mir nichts. Mal sehen, was Temis ist. So schnell. Schlüssel. Ihr bringt halt auch das Verdoppeln der Item nichts, ne? Der Items nichts. Ist ja nur noch just for fun jetzt. Es ist ja wirklich, also geschafft ist der Run. Ja. Habe ich keinerlei Bedenken. Na. So, jetzt die Frage, wenn ich das mitnehme, geht dann mein Damage runter? Nein, geht nicht. Dann nehmen wir doch das hier mit. HP brauche ich eh nicht mehr. Ist noch ein cooles Item, was droppt. In einer normalen Kiste oder so. Dann kann ich das sogar noch verdoppeln. Zählt das dann als 2? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ach, eins reicht schon. Ich habe gedacht, ich brauche noch 2. Na, war das doch der Run, wo ich am Anfang eher. Wo irgendjemand von euch gesagt hat, was bringt ihr denn jetzt Guppy Spawn, ne? Jetzt weiß man's. Ja! Geil! Oh, da darf ich echt noch mal rein. Oh
cool. Yeah! Easy. Waren echt keine schweren Runs bisher heute, ne? Ich würde sagen, mach mal weiter Isaac heute. Ich habe irgendwie Bock. Final Fantasy haben wir jetzt genug gespielt. Herr der Ringe ist mir irgendwie ein bisschen zu lasch heute. Machen wir noch ein bisschen Isaac. Läuft ja gerade ganz gut. Und wie gesagt, es ist die letzte Streak meiner Isaac-Karriere, bis ich irgendwann wieder Lust bekomme. Nein, aber ich will wirklich mal ein bisschen Pause machen danach. Auch wenn es mir keiner glaubt, aber ich will echt mal ein bisschen Pause machen.